Oh, ich weiß, wo ich lang muss. Ich muss hier rein, gell? Ich muss hier rein, ja. Ist das Vieh denn hier drin? Schönen guten Abend, meine lieben Freunde, und willkommen hier bei der Nachtshow. Euer Moderator Nier am Start. Willkommen, meine lieben Freunde. Bevor ich hier weiter noch so Scheißdreck schnacke. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben. Bei oh, das ist abgehauen, das Alien. Nice, wir haben richtig Glück gehabt. Wo ist denn das? Warte mal. Das ist... Ah, da oben ist... Aha, warte, von hier sind wir ja gekommen. Warte, wo muss ich denn überhaupt hin? Warte, ich muss mal schnell nachschauen. Durchsuchen Sie, genau, das Büro nach Informationen. Ja, muss ich dann nach oben oder ist das hier in dem Stockwerk? Das Vieh ist auf jeden Fall über uns. Ja, das ist auch so ein Champion. Ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich lang muss. Warte doch mal. Ah, ich drücke immer M, Karte. Ich glaube, wir müssen... War da vorne noch eine Tür? Ich gehe mal nachschauen. Ich bin auf jeden Fall ganz leise, dann kann uns auch nichts passieren. Wir sind tot. Oh, shit! Von wo kam denn der? Ach, Mann! Ey, ich schwöre, am schlimmsten... Das ist gar nicht mal so schlimm, dass der mich erwischt. Also das schon, doch, aber am schlimmsten finde ich einfach diese Schritte von dem Vieh, dieses Boom, 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 Boom. Da geht mir jedes Mal richtig die Pumpe. Die suchen sie Lingards, irgendwas, dem sein Büro einfach, soll ich durchsuchen, okay. Du, ich glaube, ich muss mit dem Aufzug. Ich glaube, ich muss nach oben. Tschüss! Oh, das ist gerade runtergekommen, habt ihr gehört? Ich glaube, ich muss auf jeden Fall nach oben, dass das da falsch ist. An der Stelle, Leute, ich habe ein Infovideo gemacht, weil ich vielleicht am Sonntagabend einen Livestream mache. Wie gesagt, vielleicht, das steht noch in Sternen, je nachdem, wie viele zuschauen wollen. Stimmt doch schnell in diesem Video ab, welches Game ihr sehen wollt. Okay, wir sind auf jeden Fall... Nee. Ich muss in den Aufzug. Ich muss auf jeden Fall in den Aufzug. Genau, stimmt doch schnell in dem Video ab, welches Spiel ich dann am Sonntagabend streamen soll. Das wird so 1-2 Stunden um 20 Uhr sein. Und ob ihr überhaupt Bock darauf habt. Ne? Ich will einfach mal gucken, wie viele Leute zugucken und ob sich das für euch lohnt überhaupt. Ansonsten warte ich noch ein bisschen, bis ich noch ein paar mehr Abonnenten habe. Und dann kann die Kacke richtig am Dampfen sein, sage ich euch. Ja, wo muss ich denn lang? Oh, ich weiß, wo ich lang muss. Ich muss hier rein, gell? Ich muss hier rein, ja. Ist das Vieh denn hier drin? Ich glaube, das ist genau vor mir. Oh mein Gott, das ist hier drin! Scheiße! Was soll ich jetzt machen? Ey, jetzt ist echt fertig für mich. Boah, das ist echt schlimm hier drin. Das ist jetzt nochmal ein Level höher. Das war genau hinter uns! Ey, was ein Glück, das war genau hinter uns! Okay. Oh,
Also, wir müssen hier raus und dann gerade links. Ja, es läuft natürlich da lang. Und das und die Tür, weißt du, die macht aber auch so einen riesen Krach mit dieser scheiß Tür. Guckt mal, wenn ich jetzt hier rausgehe. Ich trau mich gar nicht. Runter, 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 runter. Ich muss da links. Wo ist denn das? Kann ich hier irgendwo speichern? Gib mal Karte. Nee, das ist eine Treppe. Mann! Wo ist das Vieh? Ich höre die scheiß Schritte, aber ich weiß nicht, von wo es kommt. Ich habe Angst. Das ist vor uns. Okay, okay. Da geht's ja gar nicht durch. Wir müssen... Nein! Das sieht uns nicht. Als ob! Oh Mann! Scheißdreck, Alter. Ich hätte nicht aufstehen sollen. Vielleicht hätte ich es noch irgendwie geschafft, so sneaky, sneaky an dem vorbei zu sliden, Leute. So auf. Ach, scheißegal, ey. Ich weiß, wo ich lang muss und ist alles okay. Ja, jetzt wird das wieder so knapp. Weißt du, ich bin da aus diesem scheiß Rohr rausgekommen und das Mistvieh stand da genau hinter mir. Kann ich nicht hier unten einfach ein bisschen Krach machen und dann ist alles gut? Guck so, warte mal. Geräusche machen, nee, geht gar nicht. Vielleicht hier so mit der Leuchtfackel? Hier. Werf! Wie kann ich den nochmal werfen? Da. Ja, macht natürlich keinen Krach. Ich habe gedacht, jetzt vielleicht. Ne, ich nehme lieber den Revolver. Ich will mal probieren. Falls es dazu kommt, ob ich dem Vieh. Ist das hier im selben Rohr wie ich? Kannst du mir nicht sagen? Ich höre das doch. Das ist doch da drinnen. Ich habe das Gefühl, hinter uns, dass da noch so eine Luke ist. Oh, jetzt! Ey, wo ist das Vieh? Passt das überhaupt hier rein? Jetzt mal ernsthaft. Ich glaube schon, gell? Von der Größe und so. Das ist wieder da unten. Das ist gar nicht hier. Die Tür. Mach. Gibt's hier irgendwas zu verstecken? Okay. Okay, okay. Wow, wir haben es hier reingeschafft. So, wo müssen wir hin? Ich bin falsch. Nein. Hä? Bin ich überhaupt richtig? Ich hätte rechts gemusst gerade, gell? Das hat uns erwischt. Was ist das denn? Nein. Oh Mann, da geht mir aber auch jedes Mal der Adrenalin-Irgendspiegel hoch. Keine Ahnung. Ey, ich muss jetzt einen Schluck trinken. Ich muss jetzt erstmal einen Scheißschluck trinken. So, jetzt reicht's, Mann. Leute. Oh. Ich bin gerade am Überlegen, ob es eine gute Taktik ist. Ne, es ist nie eine gute Taktik, einfach durchzurennen. Ne? Aber ich glaube, bis hierhin sind wir eigentlich relativ sicher, ne?
Das hört sich an, als wäre das hinter uns. So, diesmal gerade links. Da wieder so ein kleiner Sumo-Ringer, hä? Sumo-Ringer, nicht Samurai. Wo ist denn das? Das ist oben. Es ist unten. Hier ganz langsam rein. Gibt's hier was zum Verstecken? Komm, bitte, kann ich da drunter? Huh! Steht gerade bei der Tür, habe ich das Gefühl. Sind wir in dem sein Büro? Ja. Was müssen wir suchen? Leitende medizinische Offizier. Ah, ne, blablabla. Durchsuchen Sie. Lingards. Ach, ich gebe es auf. Büro nach Informationen. Lingards. Ey, ihr wisst, was ich meine. Das, was da steht. Mann, so, ich würde gerne die Kiste noch durchsuchen. Vielleicht hat es da was Schönes drin. Oh, da kann ich mich auch im Notfall drunter verstecken. Guck mal. Schrott. Oh, das Inventar ist wieder voll. Okay, mal gucken, ob wir noch irgendwas bauen können. Hä? Ja, was mache ich eigentlich, wenn das Inventar voll ist und ich die ganzen einzelnen Teile, wo ich da habe, nicht mehr verwenden kann? Wie kann ich denn überhaupt das Inventar von mir öffnen an sich? Nur das Inventar. Geht das denn überhaupt? Ich glaube nicht, ne? Aber gut, ich kann natürlich hier drauf drücken. Ja, ich kann einfach nichts machen, ne? Hier, das brauche ich hier ein bisschen. Impfstoffe und Sensor. Was sind das überhaupt hier? Ah, das ist einfach Schrott. Ja, easy, komm. Was kann man denn überhaupt mit dem Schrott machen? Inventar. Stockwert wechseln? Nee. Ich würde gerne mal wissen, was wir mit dem Schrott machen. Nee, ich bin auch so dumm. Ich sollte vielleicht erstmal hier weggehen, ne? Ja. Nach was soll ich nochmal Ausschau halten? Durchsuchen Sie links nach Informationen. Ja, easy. Gehe ich einfach an den Computer. Ich sehe jetzt schon, die Tür geht gleich einfach auf. Da ist nix. Da auch nicht. Nein, das unterste habe ich noch vergessen. Mann! Da ist jetzt nichts. Verdammt! Komm schon. Was haben wir hier noch? Zubehör. Stellungnahmebericht. Geht auch nicht. Okay. Hier Lingard. Medizinische Offizierin Sevastopol-Station. Ich möchte... Ich möchte zu Protokoll geben, dass ich bezüglich des Indexpatienten der Anesidora unter Zwang gestellt wurde. Ransom. Seeksons Einsatzleiter. Er hat gewisse Drohungen gegen meine Karriere und meine Zulassung gemacht. Das will ich dokumentiert haben. Aber Gott, steh mir bei. Diese Frau brauchte Hilfe. Ich wusste nicht, was für ein Parasit das war. Aber er hat etwas in ihrem Inneren abgelegt. Es tut mir leid. Mir waren die Folgen nicht bewusst. Wie denn auch? Okay. Das war das, was wir finden mussten. Durchsuchen Sie die, den Operationssaal nach einem Medikit. Schon wieder! Wir haben doch schon eins. Ah nee, das ist der alte Auftrag nochmal jetzt. Ja. Gut, erstmal hier die Kiste aufmachen. Vielleicht finden wir... Heilige Scheiße. Mann, lass doch los. So. Ethanol. Kann ich auch nehmen. Okay, schnell mal gucken, ob wir noch ein Medikit basteln. Ja, können wir. Oh, wir haben volles Inventar. Oh, warte. Vielleicht sollte ich erstmal schnell hier drunter gehen. So.
Vielleicht sonst noch was? Nee, nicht wirklich. Okay. Alles nicht so schlimm. Der sieht uns ja eh nicht, wenn er hier drin ist, ne? Sind wir relativ safe. Okay. Medikit? Wo müssen wir überhaupt hin? Lass mal gucken, wo wir hin müssen. Hä? Aber wir sind garantiert runter, okay. Durchsuchen Sie den Operationszeit. Sollen wir mal Stockwerk wechseln? Wo ist denn das? Das wird hier sein, ne? Es ist aber auch ein bisschen blöd, dass mir nicht gezeigt wird, welchen Weg ich gehen muss, ne? Oder sehe ich das falsch? Alles gut, Kumpel. Hier ist niemand. Was habe ich denn aber auch diese blöde Leuchtgranate in der Hand, ey? Lieber den Revolver, ne? Wollen wir mal auf Nummer sicher gehen. Okay. Ah, mit dem Rad kann ich das drehen. Ich voll Depp. Hier, Revolver. Das habe ich erst jetzt gecheckt. Kann ich das Inventar auswählen. Gut. Jetzt bin ich am überlegen, wie wir am besten rauskommen. Wo wir langlaufen. Es kann natürlich gut sein, dass jetzt hier gleich irgendwo hier ein Durchgang ist, wo man dann so langkommt, ne? Aber ist halt nicht gesagt, ob das wirklich so ist. Und das scheiß Vieh, das läuft natürlich da draußen rum. Und wir... Super, und speichern? Gespeichert habe ich bis jetzt auch noch nicht, ne? Ist hier eine Speichereinheit? Nee, ist nur ein Computer. Mann! Was machen wir denn jetzt? Ich bin noch am Kriechen, gell? Wollen wir mal rechts? Nee, das ist da rechts. Nee, ist es nicht. Scheiße! Mann, hab ich mich erschreckt. Mann! Komm schon! Huh! War das knapp! Das ist doch gerade hier gewesen! Hey! Jetzt ist mir aber auch gerade schon wieder das Herz in die Hose gerutscht. Von das Vieh ist gerade hier gewesen. Wo ist denn das jetzt? Genau da hinten, wo die Flammen sind. Schnell mal meiner Freundin schreiben, dass ich sie liebe. Das war schlimm gewesen. Ich schwöre, ihr kriegt das nicht so mit, ne? Ihr müsst wirklich gute Kopfhörer dafür benutzen. Dann fickt das nochmal ein bisschen mehr. Entschuldigung, die Ausdrücke. Da komme ich nicht durch. Ich muss ja fast links. Ist das da? Ihr müsst wirklich gute Kopfhörer nehmen. Dann haut das euch nochmal richtig vom Stuhl, sage ich euch. Wenn ihr so mit Handyboxen und so, könnt ihr vergessen. Oh, shit. Hat mich das gesehen? Mann, das läuft doch genau da lang. Was soll ich denn da jetzt da machen? Ich würde einfach rennen, wenn nicht der letzte Speicherpunkt so weit hinten wäre. Sein Schwanz hängt ja noch da raus. Beim Feuer jetzt, ne? Ja. Und dann dreht es jetzt wahrscheinlich dort. Ist das durch das Feuer gegangen? Das ist da durchgerannt. Mann, hier muss ich nicht lang. Ich muss hier lang. Das ist hinter uns. Nee, ist es nicht. Wo ist das Vieh? Mann, bitte endlich mal eine Speichereinheit. Was ist das hier? Kann ich das brauchen? Nee, Mann. Karte. Boah. Wir sind hier falsch. Also von der Richtung her sind wir hier falsch. Aber vielleicht finden wir hier Gegenstände, die wir brauchen können. Da haben wir Ethanol. Brauchen wir das? Ich nehm's einfach. Inventar ist voll. Ach, komm, übertreib's nicht.
Das ist vor der Tür. Nee, von oben kann es hier nirgends kommen. Okay, okay, okay. Wo laufen wir denn am besten lang? Hier, rechts lang. Aber das ging doch nicht, oder? Ging das? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh, vielleicht ist hier eine Tür. Ja, ich muss raus. Ich bleib nichts anderes übrig. Weißt du, das Schlimmste ist, dass der halt auch echt einfach... Da muss ich eigentlich durch, wo der ganze Müll ist. Ist aber nicht. Scheiße, wo komme ich denn lang? Wie komme ich denn da hin? Vielleicht finde ich hier wenigstens einen Speicherpunkt hier hinten. Boah, jetzt hat gerade die Kamera von selber so ein bisschen nach rechts geschlagen. Ich höre das. Also wenn hier kein Medikit ist, ohne Scheiß, dann werfe ich das Spiel an jemand. Kann das das sehen? Was muss ich denn hier machen? Hier ist nichts zu holen. Hier ist nur Trash und so. Was ist die Tür? Waren wir da schon? Ja, da kommen wir hier lang. Ich probiere mal, ob hier eine Tür ist, wo wir lang können. Ich muss da durch. Mir bleibt nichts anderes übrig. Nee, da ist nichts. Guckt mal. Ah nee, das ist ja der Raum erst. Oh, da, hier war das Feuer gelegt. Wir müssen vielleicht hier rum. Nee, die, hier war ja auch eine Tür, die zu war. Nee, die war hier. Okay. Kann ich nicht schneller? Ah ja, genau, geradeaus hier. Ich würde ja gerne den Bewegungssensor rausnehmen, aber ich habe das Gefühl, das Piepen hört das viel. Was war das? Oh, scheiße. Wir sind richtig, okay. Das können wir sicher hacken. Aber erstmal kurz gucken. Wieder nichts zum Speichern. Das ist doch zum Kotzen, Mann. Hey! Hier haben wir vielleicht nochmal. Nee, ist nichts. Oh, das könnte von da oben kommen. Ich darf nicht stehen bleiben. Ich muss weitermachen. Gib mir doch mal eine Speichereinheit. Guck mal hier, in dem ganzen scheiß oberen Stockwerk ist nichts. Ich brauche eine Schlüsselkarte. Finden Sie die Schlüsselkarte zur San Cristobal Krankenstation. Tut mir leid, aber die können es einem auch nicht einfach machen, ne? Einfach da offen. Hey Leute, spaziert doch rein. Hier ist offen. Nehmt euch, was ihr braucht. Vor allem bei dem Krach hört man ja nichts. Was ist das? Da. Nee, das da. Was ist das? Zugangscode benötigt. Zugangscode benötigt. Ja. Warte, den Zugang... Bauplan wieder gefunden. Ich guck gleich nach. Ich guck mal schnell, ob wir den Zugangscode hier im Computer finden. Nein. 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 Ja. 2505. 2505. Wir können speichern. Erst jetzt gesehen. Zwei, fünf, null, fünf. Jetzt haben wir die Zugangskarte hier. Komm schon. Die Schlüsselkarte. Warte, ich speichere nochmal. Ah, kann ich nicht.
Warte, wo muss ich nochmal lang? Rechts, rechts. Gut. Oh, mich würde gerne interessieren. Nee, es interessiert mich nicht. Ich wollte zwar noch in den Raum reingucken. Ich guck gleich, was ich für einen Bauplan gekriegt habe, Leute. Aber ich will erstmal hier in Sicherheit irgendwie. Irgendwo will ich jetzt kurz in Sicherheit. Oh, die nächsten Leichen. Zeig mal her. Durchsuchen Sie den Operationssaal nach einem Medikit. Wir gehen nach links und dann... Okay. Hier ist alles im Eimer serviert. Oh mein Gott, ist das dunkel. What the fuck? Ich kann nicht stehen bleiben. Ich muss weitermachen. Egal wie schlimm es ist. Komme ich hier rein? Bin ich hier? Ich bin hier richtig, ja. So, hier haben wir den Operationssaal. Jetzt brauche ich ein Medikit. Ist ja nicht so, als könnten wir die selber basteln. Ey, ich schwöre, das ganze Spiel krieche ich hier über den Boden. Seht ihr was? Ich sehe hier ein paar Kisten und so, aber... Ich muss gucken, am Ende finden wir ein Medikit und dann kann ich nicht aufheben, weil das Inventar voll ist. Mann, ich drücke auch immer die falsche Knopf. Wenigstens kann ich mich hier verstecken. Ethanol? Kann ich nicht gebrauchen. Bin ich hier? Nee, ich bin noch nicht richtig. Shit, ich muss noch einen Saal weiter. Mann! Halt die Klappe! Hier muss ich rein. Okay, warte schnell. Erstmal auf den Computer zugreifen. Was haben wir hier? Was ist das? Alter. Kann ich nicht gebrauchen. Glaube ich zumindest. Das ist ein Fehler. Das lese ich mir echt jetzt nicht durch. Die Nerven habe ich nicht. Hab irgendwas eingesammelt. Samuels, ich habe die Medikamente. Ja. Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Okay, wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir gehört haben, dann tun wir das auch. Okay, kurz überlegen. Wo müssen wir lang? Oh, natürlich in die andere Richtung. Ich gehe durch die Tür. Das ist nicht gut. Okay. Nein, nicht raus! Bist du dumm? Ich wollte einen Bauplan aufmachen eigentlich. Was haben wir hier? Elektroschotter, Leuchtfackel, Geräuschemacher, Blendgranate. Das habe ich neu. Molotov-Cocktail. Nein! Tut mir leid, es tut mir leid. Ah. Naja, Versuch war es wert gewesen. Leute. So ein Scheißdreck aber auch. Ah. Ey Leute, wir sind schon bei 30 Minuten angekommen. Ich würde zwar liebend gern weiterspielen, aber ich tue den Part jetzt langsam hier beenden, damit ihr auch Bock auf den nächsten Part überhaupt habt. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr bisher geschaut habt. Bewertet mein Video ruhig mit einem Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Ihr könnt mich gerne unterstützen, indem ihr meine Videos teilt. Am besten die, wo ich am meisten rumschreie. Und ansonsten vergesst nicht, wegen dem Livestream noch schnell abzustimmen, genau mit dem anderen Video. Und wie gesagt, Leute, vielen Dank, dass ihr bisher geguckt habt. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Haltet die Ohren steif, euer Nier. Ciao.